Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr ereignete sich auf der K4161 zwischen Gaiberg und Gauangelloch in einer langgezogenen Kurve ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Meriva geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot 206 zusammen, der von einer 64-jährigen Frau gesteuert wurde. Insgesamt befanden sich 4 Personen in den beteiligten Fahrzeugen. 2 der Verletzten wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. In einem Fahrzeug mussten wir lediglich die Tür entfernen, dann konnte der Fahrer so gerettet werden. An einem zweiten Fahrzeug hat sich die Rettung durchaus komplizierter dargestellt. Hier war der Fahrer schwer eingeklemmt im Fußbereich an mehreren Stellen. Dadurch hat die Rettung hier deutlich länger gedauert, bis wir den Patienten dem Rettungsdienst übergeben konnten. Zuerst haben wir die Tür entfernt, um uns einmal ein Bild machen zu können, wie der Patient im Fußraum eingeklemmt ist. Dann haben wir festgestellt, dass das Armaturenbrett sehr stark in Richtung des Fahrers verschoben war. Dann haben wir mit einem Rettungszylinder erstmal das Armaturenbrett auf die Seite gedrückt. Dann mussten wir ein Pedal entfernen, weil ein Fuß unter einem Pedal eingeklemmt war. Und als letztes mussten wir das Armaturenbrett noch etwas anheben, weil auch hier ein Bein zwischen Armaturenbrett eingeklemmt war. 3 der Autoinsassen, darunter die beiden Fahrer, erlitten schwere Verletzungen, während eine weitere Person mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen und einen Gutachter hinzugezogen. Die Straße blieb für 5 Stunden vollständig gesperrt.